Hallo, da gerade viel los ist und viel Interesse ist, will ich natürlich auch hier, da mir jetzt hier was aufgefallen ist, was vielleicht ganz interessant ist, da gleich, wenn viele Leute gerade aktiv sind, okay, ist zwar schon ein bisschen spät, aber geht noch. Ich mache noch ein ausführliches Video, aber das weiß ich nicht, ob mir das jetzt reicht. Aber ich habe gedacht, ich mache einen Kurz-Trailer und schicke das voraus. Also im Fall, da geht es um eine Verbindung. Nein, es ist keine richtige Verbindung. Es ist bei der Aufklärung etwas, wo beides erklären kann. Aber nicht, dass ein Tatzusammenhang zwischen den Taten in Afrika und in Amerika besteht. Aber die Frage ist: Löst das Universalgenie von Planet Erde die Rätsel verschiedener Kontinente in einem Aufwasch? Fall Inge Lotz, Afrika und Fall Moscow Murders, in Amerika. Ich habe hier, wie es in der Dings steht, das Affidavit, das ist die Anklageschrift. Die habe ich jetzt praktisch in dem Fall hier. Moment, ich habe es doch auch. Was habe ich? Ach, jetzt habe ich es verwechselt. Ich habe geschrieben zuerst die Originalakte in Englisch. Das muss ich dann eben verändern. Jetzt, Moment, ich bin da. Das schließe ich. Was? Da ist noch was nicht. Da ist noch was nicht gespeichert oder was? Oh je, das ist vielleicht. Was habe ich denn da schon? Muss ich schon dann halten, sonst mache ich einen Fehler. Okay, es geht weiter. Ich habe jetzt hier die richtige Reihenfolge gemacht. Also das ist erst in Englisch die Anklageschrift als PDF und dann in Deutsch übersetzt. Und die Übersetzungsqualität ist besser, wenn ich es irgendwo in kleinere Abschnitte angegeben habe. Dadurch kann es sein, ich habe vielleicht irgendwo etwas weggelassen, weil es so viele kleine Abschnitte war beim Übersetzen. Und es sind auch so Fehler, die das Programm gemacht hat, Kemodel statt Kernodel und so. Aber das ist scheißegal, man erkennt den Sinn. Okay, ich habe ein bisschen was weggelassen, wo Skizzen beschrieben worden sind. Aber man kann, man kommt, man kommt, man erkennt den Sinn. So, das ist das. Und dann habe ich nur einen interessanten Gänsehautgedanken sozusagen. Und zwar, wenn das wahr wäre, dann wäre das natürlich. Aber prüft's mal. Ich sage ja, und wisst ihr, was ich im Moment frage? Kennt im Fall Inge Lotz dieser Werner Carolus, das ist der. Schaut euch das Video an von der Paddy zu dem Fall, das empfehle ich. Aber schaut es an mit meinen Erkenntnissen dazu. Also, kennt im Fall Inge Lotz dieser Werner Carolus den Hausmeister vielleicht so, wie Jack Ducœur und Brian Koberger sich kennen könnten? Fragezeichen muss dahin. War im Fall Inge Lotz etwa Werner Carolus manchmal die zweite Person bei Arbeiten wie einer Fliesenreparatur? Nicht am Tattag, denke ich, dass er beim ersten Mal dabei war, weil das hätte die Polizei wahrscheinlich irgendwie rausbekommen. Es sei denn, der Mörder hat einen, wenn der Hausmeister der Mörder ist, kann er auch einen falschen Zeugen bekommen haben. Also es ist hier zu prüfen, wirklich, weil der Typ, der hat echte, ich denke, was der gemacht hat, das ist kein Wichtigtuer. Ich sag mal, die sind offenbar gar nicht, die sind offenbar ganz fromm. Der Fred zum Beispiel, schaut euch die attraktive Maus hier an. Und der Fred hat aus christlichen Gründen, der hat immer Abstand zu dir gehalten. Die wollten mehr kuscheln mit dem. Und der hat immer, wollte immer vorsichtig, dass nichts passiert, was Sexuelles. Das muss man sich mal vorstellen. Also der wird jemand, der sowas macht. Das ist ja auch dem so nachgesagt worden. Leute, das kann ich euch sagen, das ist nicht ein Zeichen von, dass jemand einen schlechten fundamentalistischen Charakter hat. Sich hier bei so einem, versteht ihr, es gibt so viele Berichte, wo, was weiß ich, irgendwelche Pater und Pfarrer und Bischöfe, irgendwelche Weiber und Kinder ficken und so weiter. Das ist eigentlich das Problem, wenn Christen nichts taugen. Aber dass einer, wenn einer wirklich es so ernst meint, sage ich mal, sein Glauben, dass er bei so einem Weib hier, dass er Probleme kriegt, weil sie praktisch
Die ist genau in eine christliche Verein, aber sie hat es jetzt nicht so genau genommen. Also diesem Fred wird total Unrecht getan. Das ist ein Blick in seinen Charakter rein, sage ich mal. Wenn natürlich die Fakten dagegen entsprechen würden, okay, aber tun sie nicht. Bei diesem Fred, die Fingerabdrücke, das hat sich aufgelöst als nicht kein Beweis praktisch in dem Fall. Die Fußabdruckspur hat sich aufgelöst als kein Beweis. Die Polizei und die Staatsanwalt haben so viel Zeug gemacht, der Typ ist total zu Recht freigesprochen worden, vergesst es. Aber es geht auch nicht um irgendwelche Arbeiter, versteht ihr? Das ist einfach Bullshit. Was in dem Video ist, gut, wird halt von der Patty erwähnt, ich darf sie jetzt gerade nicht nochmal zur Sau machen. Ich sage ja auch nicht zur Sau, ein kleines, süßes Ferkelchen vielleicht. Aber, nee, hat ja nichts mit Sau irgendwie zu tun, weil nur wegen dem Begriff zur Sau machen. Nee, jetzt lassen wir das weg. Es ist kein, also ich fühle mich gesund, es ist kein richtiger Husten. Also, aber das, denke ich, so wie der es aus christlichem Gewissensdingsbums aufs Ficken verzichtet mit so einer Maus hier, so sage ich, der war nicht gezwungen praktisch irgendwie, ich glaube nicht, der war nicht zum Geständnis gezwungen, der hat es aus Gewissensbisse gemacht, der hat sich wirklich, das muss man, es gibt nicht nur Täter, die praktisch alles bis ins Letzte kalkulieren und böse sind. Der hat sich aus Gewissensbisse. Und dabei wollte er seine Rolle, er hat sie nicht ermordet, die Inge Lotz, aber er war dabei. Genau so ist es. Ich denke, der war der Begleiter vom, vom Hausmeister. Und jetzt ist die Überlegung, wenn man jetzt zu dem anderen Fall, wenn man jetzt, das ist nicht schlimm, kein schlimmer Husten. Also ich fühle mich nicht krank oder so. Was total fehlt, ist die Verbindung zu den Opfern. Leute, die Verbindung. Den Typ, den Jack Ducœur, hat man ausgeschlossen, als dass er der Täter wäre. Der hat ein Alibi gehabt. Aber ist es auch ausgeschlossen, dass der Jack Ducœur praktisch die Verbindung darstellt, dass er so einen Hass hatte auf die seine Freundin, dass, und wenn die zwei sich kennen würden, was würden das bedeuten für den Fall? Versteht ihr? Das wäre die Mega-Sensation. Das wäre praktisch in einem Artikel, nicht weil die zwei Fälle zusammengehören, aber weil sie kriminalistisch auf der Denkebene Parallelen ausweisen, würde ich da Hanna, das wäre standesgemäß, versteht ihr, in einem Artikel in gleich mehreren Kontinenten des Planeten Erde, zumindest zeitweise größten Rätsel, das ist praktisch, gut, es ist noch nicht bewiesen, aber so, versteht ihr, wenn ich da recht hätte, dann müsste man sagen, okay, dieser verrückte Weltführer, der liefert auch. Der liefert auch, der redet nicht nur. So, und okay, nochmal, ich verkündige das nicht als meine Überzeugung, so war's. Leichter Reiz. Also, ich habe aber schon mal abklingen. Also ich will diesen Typ nicht verdächtigen, versteht ihr? Ich will nicht den Unschuldigen. Da ist es ja, der hat ja schon gestanden da ist nur das Thema Hausmeister, aber den haben Leute vorher anderweitig verdächtigt, einfach.
als Täter sozusagen. Und das tue ich ja nicht, aber ich habe den nie aufgegriffen. Ich habe von dem gar nichts gewusst. Ich habe die nicht so alle die Details von dem Fall damals. Manche haben den ja verdächtigt. Und jetzt ist der praktisch so wie entlastet, weil ja der Koberger jetzt gefasst ist. Aber da ist jetzt einfach die Frage, ist das wirklich so? Oder gibt's hier, also nochmal, ich nehme nicht an, dass die zu zweit im Haus waren. Und wenn mir jetzt manche sagen, auch immer, Leute, grundsätzlich, das hat mir jetzt einer gesagt, von dem hatten wir an sich eine gute Meinung, aber der hat gemeint, 15 Minuten sei für die Tat zu kurz. Nein, ich sage, die Tat kann ich in 5 Minuten machen, in 5 Minuten. Also das ist völlig anders als meine Einschätzung. Aber 15 Minuten waren da praktisch und das ist völlig passend. Das ist völlig passend bei dem Koberger. Da denke ich nicht, dass es noch einen zweiten Täter braucht oder irgendwas im Haus. Nee. Aber so, man muss eine Verbindung haben, eine Tat. Warum? Ja klar, da ist rausgekommen, der Koberger ist sehr oft vorbeigefahren an dem Haus von denen im Vorfeld. Aber auch da, das zeigt schon, dass das gezielte Tat war. Aber trotzdem braucht man die Verbindung. Trotzdem braucht man die Verbindung. Und noch mehr braucht man die Verbindung, nachdem man weiß, der ist oft vorbeigefahren. Da muss man fragen, warum? Da gibt's eine Verbindung. Und solange die nicht rausgearbeitet ist, da hat hier praktisch die Polizei die Nummern ausgewertet, gut, und das und das und das. Aber auf der Ebene des Denkens ist es praktisch, versteht ihr? Das ist mein Vorsatz. Solche Sachen, ich habe schon unheimlich spektakulär recht gehabt, aber das wäre jetzt auch nochmal etwas. Das wäre so, könnt ihr, wenn ich damit recht habe und diese beide Fälle recht habe, könnt ihr euch dann vorstellen, dass ich sage, wer wo hier auf der, nicht die normale Leute, die sollen normal ihr Leben leben, die will ich nicht, da will ich mich nicht über die stellen. Aber ich sage, wer von denen, die heute die Welt regieren wollen, versteht ihr? Ihr als normales Publikum wollt ja nicht die Erde regieren. Aber ich sage, irgendjemand regiert euch und er macht es schlecht. Das heißt, ihr müsst nicht das Gefühl haben, ich will mich über euch stellen. Ich versuche, nicht die Weltherrschaft im Sinne, dass ich jetzt was will, sie als Diktator, sondern ich versuche, die Verbrecher und Idioten zu verdrängen. Und da hoffe ich, versteht ihr, das ist nicht dumm gedacht hier, aber ob das sich beweisen lässt, das ist völlig in Gottes Hand. Aber versteht ihr, es gibt immer wieder die reale Perspektive, das ist kein undenkbarer Bullshit, was ich hier erzähle. Da brauche ich noch etwas, das Glück des Tüchtigen, und dann trennt mich eigentlich nichts mehr von der Weltbühne und dem, dass ich diese Versager und Verbrecher herausfordern kann und sage, was habt ihr mir entgegenzusetzen? Was? Wer hat irgendwas? Was habt ihr vorzuweisen? Ein Jurastudium. Also, so in diesem Sinne, das soll jetzt ein Trailer sein und ich mache jetzt einen ausführlichen Artikel. Also nochmal, ich habe das hier so diese Anklageschrift. Dann hat mir hier ein User was Interessantes geschrieben, dass ich teilweise auch bestätigt worden bin und so weiter. Und dann kommt der Oberhammer. Wenn das praktisch die Erklärung ist, in den beiden Fällen, also Inge Lotz und die Moskauer Mörder, bleibt's unterhaltsam. Okay, soweit als Vorgeschmack. Und jetzt, das weiß ich nicht, ob ich das längere Video noch heute hinbekomme, aber soweit dazu.